sehr geehrte, liebe Gäste, gestatten Sie uns, Sie im Geburtshaus des bedeutenden tschechischen Dichters, literarischen Kritikers und Übersetzers, aber auch Politikers und vor allem Journalisten Karel Havlíček-Borovský willkommen zu heißen. Das Haus hat die Hausnummer 163 und wurde 1818 nach dem Einkauf der Bauparzelle von Karel Havlíčeks Vater Matěj Havlíček aufgebaut. Das vordere Zimmer diente früher als Kaufmannsladen. Abgesehen von den dicken Steinmauern finden Sie hier nur das ursprüngliche steinerne Portal zwischen dem Zimmer und der großen Stube. Es trägt die Initialen MH Matěj Havlíček. Das größte Zimmer, das folgt, diente als große Stube. Es bedeutet als der wichtigste Wohnraum auf Tschechisch Seknice. Die übrigen Zimmer, in denen zurzeit die Bibliothek ist, wurden entweder als Wohnräume oder Lagerräume für den Laden genutzt. Karel Havlíček was born in this house on the 31st of October 1821 to his parents Matěj and Josefína Havlíček. Karel was the second of seven children, but three of his siblings died in a very early age. They have a tomb in the wall in a local church. Karel Havlíček was baptized in the local St. Vith's church by a priest, Jan Brůžek. He was an enlightened man. He was strict, but fair. Karel Havlíček, he often escaped to a parish office in Borová. His great aunt, Františka Rospeková, was a maid there. Mit 5 Jahren im Oktober 1826 wurde er in die hiesige Altersschule eingeschult, wo Lehrer Antonín Línek arbeitete, der ein opferwilliger, fortgeschrittener Lehrer war. Wie es passiert ist, in Iglau, in Deutschbrod, in Prag, in Russland, in Gutenberg oder im Brixen-Exil.